Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt da ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Kingdom Rush Frontiers. Wir haben mittlerweile die offene See erreicht und werden nun von Insel zu Insel hoppen, um Fürst Malaga zu folgen. Malaga, ist das nicht auch irgendwie eine Eissorte? Kommt mir irgendwie gerade so vor, ich weiß auch nicht. Wir werden jetzt bei der nächsten Mission einmal Captain Blackthorn ausprobieren. Und zwar haben wir ihn so geskillt, dass Gegner, die in seiner Nähe sterben, mehr Gold dalassen, was natürlich auch ziemlich cool sein könnte. Das werden wir jetzt uns einmal anschauen hier im Lager der Seeräuber. Sieh es dir an, das Lager der Seeräuber. Nirgendwo sonst findest du einen schlimmeren Haufen wilder Freibeuter und niederträchtiger Piraten. Und nirgendwo sonst findest du eine bessere Mannschaft für die Besegelung des Kristallmeeres. Nachdem wir ein paar finstere Gestalten geschmiert hatten, haben wir erfahren, dass Fürst Malaga sich an Bord eines Schiffes zu den Toren von Naseru befindet. Wir können noch keine neue Mannschaft anwerben, da eine feindliche Flotte Kurs auf uns genommen hat. Ahoi! Okay, das heißt, wir kämpfen jetzt wahrscheinlich gegen Piraten, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Artillerie Level 4, Dwarp! Erdbebenturm, der allen Feinden in seiner Umgebung Schaden zufügt und sie verlangsamt. Erinnert natürlich ein wenig an den Tesla Tower, der ja auch so einen Umgebungsschaden hatte. Also Umgebungsschaden um den Turm herum, und hier scheint es dann eben auch ähnlich zu sein. Den wollen wir uns dann natürlich auch anschauen. Erstmal werden wir Captain Blackthorn hier hinziehen. Und wie gesagt, er muss möglichst... Oh, was haben wir hier? Zwei Kanonen feuern und verursachen jeweils 60 bis 120 Schadenspunkte. Oh, das ist ja cool. Okay. Nicht schlecht. Hier haben wir übrigens einen Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden. Und er trägt deinen Namen. Was ist das hier? Corsair, herausragende Kämpfer, die den Kampf lieben und für den meistbietenden Aufbeutezug gehen. Seeräuber, diese niederträchtigen Hunde lieben ihren Grog. Sie teilen ihn nur, indem sie ihn anzünden und werfen. Ah, ein Skelett hier. Okay. Hier im Dschungel sehen wir sonst nichts. Und aus dem Piratenschiff hier kommen dann offenbar die... Oh, Wilson, guck mal! Von Castaway! Wilson! Aus dem Piratenschiff hier kommen dann offenbar die Feinde. Okay, was machen wir denn mal? Also, man könnte zum Beispiel sagen, man macht hier einen Milizturm und dann macht man hier die Wüstenschläger Dünenräuber. Okay. Hier machen wir den. Damit können wir dann auch die Reichweite der umliegenden Türme verbessern. Ich habe irgendwie Bock, hier richtig viele von diesen Erdbebentürmen zu machen. Hab ich richtig Bock drauf. So, ich würde sagen, legen wir mal los. Ich hoffe, dass Blackthorn ein bisschen was drauf hat. Und ich hoffe, dass das bringt mehr Gold in seiner Nähe. Auch relativ... Dass es einen relativ großen Radius hat. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal extra Money gekriegt. Da haben wir auch extra Money gekriegt. Sing, sing. Okay, also sie scheint wirklich sehr in seiner Nähe sterben zu müssen. Kämpft der Papagei eigentlich auch mit? Das wirkt ein wenig so. Ziehen wir die einmal nach unten. Dann ziehen wir den einmal hoch. Wüstenschläger 28, Dünenräuber 6. Und wir sehen hier, dass wir 15 Wellen haben, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssen. Hat gerade das Schiff geschossen? Ich habe nämlich ziemlich viel Leben verloren. Okay, so weit, so gut. Wollen wir mal gucken, wie lange wir die noch aufhalten können. Aktuell klappt es noch ganz gut. Moment, kriegen wir bei jedem Schlag Geld? Ich dachte eigentlich nur, wenn die sterben. Ich meine, das ist natürlich cool, ne? Aber das ist dann irgendwie missverständlich ausgedrückt. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, da war doch wieder was hier. Die sind auch weg. So, und wir können die ein wenig verbessern. Dann machen wir hier demnächst wieder das Armbrust vor. Und wie gesagt, dann haben wir ja hier die Möglichkeit,
nochmal die umliegenden Türme zu buffen. Sandhunde. Jede Menge Sandhunde. Ja, das müsste aber doch klappen. Traut euch! Kommt zu mir! Als Schauerberger! So. Armbrust vor! Nice! Oh oh! Es sind sehr viele! Hab ich extra Money gekriegt? Ich hoffe. Ahoy, matey! Also bisher ist es nicht besonders schwierig. Wüstenschläger. Sehr viele Wüstenschläger. Sehr, sehr viele Wüstenschläger. Ah, Vorsicht. Ich will den gerne demnächst auf die nächste Stufe heben. Dann können wir uns mal den Dwarp-Turm angucken. Und nächste Stufe. 400! Sehr langsame Angriffsgeschwindigkeit, 25 bis 45 Schaden, sieht also erstmal nach weniger aus. Aber schadet halt verlässlich allen, die im Radius sind, nehme ich mal an. Da sollten wir vielleicht mal so jetzt mal mehr. Oh, 400 kostet das Ganze. Das Nonplusultra der zwergischen Bergbaukunst fügt allen Feinden in seiner Umgebung Schaden zu und verlangsamt sie. Das ist grundsätzlich ziemlich... Sandgar... 60 Wüsten... 60 Wüstenjäger. Sandgeist. Als Kommandanten finsterer Armeen hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung und des Todes. Fernangriff heilt Verbündete, erschafft Gefallene. Das ist halt der Nekromant quasi. Mit 800 Lebenspunkten. Das ist recht viel. Und er erschafft Gefallene. Er erschafft viele Gefallene. Eliminiert ihn. Ja, wir kriegen ihn tot. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Und da haben wir ihn, den Erdbebenturm. Puff. Okay, das ist echt witzig. Das ist wirklich witzig. Und wie gesagt, allen im Radius. Geil. Kernbohrer. Schickt einen automatischen Bohrer zu einem Feind, von dem nur noch ein Haufen Innereien übrig bleibt. Und fügt allen Feinden in der Nähe in 5 Sekunden 100 Punkte Feuerschaden zu. What? Okay, das Ding ist übertrieben stark. Ich freue mich jetzt schon darauf, den abzugraden. Und man könnte ja auch seine Reichweite verbessern, ne? Wobei, das gilt offenbar nicht für den Turm. Ich habe da jetzt keinen violetten Kreis drum gesehen. Wobei, vielleicht sieht man das auch noch nicht, weil es direkt da drüber ist. Wir machen jetzt erstmal das. Kommen da noch mehr Sandgeister? Kriegshunde und Sandhunde. Oh, 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 oh. Das ist ja recht viel. Ja, dann machen wir hier am besten noch, auch nochmal einen. So. Und hier machen wir am besten auch noch einen. So. Und dann legen wir los. Feuerschaden. Wuff. Zum Glück kein Friendly Fire, das wäre übel. 175 Punkte in 5 Sekunden. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, Blackthorn muss einmal ein wenig zurück hier. Der kriegt zu viel Schaden rein. Wer kann mich aufhalten? Keiner. Stell dir mal vor, man hat jetzt nur, also wenn man weiß, dass da eine Map ist, wo man zum Beispiel keine Flugeinheiten hat als Gegner. Und man hätte nur diese Bohrer. Das wäre schon sehr witzig. Cool, cool. So, dann holen wir uns mal die Assassinen. Die wir jetzt noch so auf
aufrüsten, dass sie uns noch ein bisschen Geld besorgen. Dünenräuber, 15 Stück, also insgesamt 30. Das sollte möglich sein. Nice. Jetzt machen wir mal so. Ah doch, das erhöht den Radius. Das ist ja noch besser. Das ist einfach noch besser. Okay, cool. Ich kann den Radius auch noch weiter erhöhen, theoretisch. Und die kritische Trefferchance ja auch noch. Mal guckt euch das an hier. Das sind ja die Gepanzerten mit mehr Leben als die normalen Wüstenschläger. Ja, da kommen jetzt 100 Stück. Oh, oh, scheiße, Henker. Eine unaufhaltsame Tötungsmaschine, deren Axt einen schnellen Tod verspricht. Langsames Tempo, sehr hohe Gesundheit, kann Soldaten exekutieren. No! Niemand wusste davon, du Hinterhältiger. Niemand wusste davon. Ja, die da oben machen mir jetzt keine Sorge. Das ist nicht das große Problem. Okay, ich glaube, wir kriegen ihn tot. Aber das ist natürlich mies gelaufen hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Wir haben es aber hingekriegt. Das heißt, von der Seite hier werden noch mehr kommen. Kriegshunde, Sandhunde. Ach du Kacke. Ist auch genau das, was wir nicht brauchen, ne? Unsterblicher und Dünenräuber. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier erstmal schauen, dass wir die irgendwie aufhalten. Blackthorn. Nein, 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 nein. Die haben schon die höchste Stufe, aber hier brauchen wir jetzt definitiv dann auch Assassinen. Die Unsterblichen nerven gerade ein bisschen. Theoretisch sollten die aber hier nicht durchkommen können. Ja, mehr Crit-Chance. Da war gerade offenbar irgendwo einer von denen. Wie heißen die noch? Diese Sandnekromanten. Riesenskorpione kommen jetzt auch noch. Kriegshunde, Sandhunde. Ja, bring it on. Bring it on. Sollen sie es versuchen? Gut. Ausweichchance auf 50%. Was da oben klappt. Ausweichchance auf 70%. Unsterblicher 12, Dünenräuber 28. Okay, das ist ein anderer Schnack dann plötzlich. Das ist ziemlich gefährlich. Wir sind noch lange nicht durch hier. Der ist jetzt auch eine Stufe höher. Das ist auch der einzige Turm, der jetzt noch keine Spezialisierung abbekommen hat. Aber dann in der nächsten Map oder auf der nächsten Map. Metzelt die Unsterblichen. Straf ihren Namen Lügen.
Angriffe werden manchmal zu Schleichangriffen. Warum nicht? Blackthorn, du brauchst ein wenig Heilung. Boah, das ist schon, es ist schon erstaunlich, wie wenig Probleme man hat. Nein, Blackthorn ist tot. Dünenräuber und ein Sandgeist wieder. Ich würde gerne gucken, was der Kernbohrer macht. Und der kostet so viel. So, sehr schön. Da haben wir wieder den Sandgeist. Kernbohrer. Tötet 2500 Feinde. Wow. Welle 12. Los, Blackthorn. War da irgendwo gerade der Kernbohrer? Ich habe ihn nicht gesehen. Die Abklingzeit des Kernbohrers wird um 3 Sekunden reduziert, okay. Erhöhen wir mal weiter die Reichweiten, beziehungsweise die kritische Trefferchance. Kriegshunde. Oh, je, 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 je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Yes, yes, yes. Los geht's. Wir halten sie. Wie viel Schaden macht der? 40 bis 74? Ja, das reicht für die auf jeden Fall. So, 250 Schaden in 5 Sekunden bei dieser Feuerattacke. Riesenskorpione 9, Dünenräuber 15 und Sterbliche 12. Vorletzte Welle. Zehn extra Bolzen, das wäre richtig krass. Als nächstes werden wir diese Artillerie verbessern. Hier sollte eigentlich alles klar gehen. Blackthorn ist schon wieder tot, aber hat so wild. Momentan haben wir, glaube ich, keine Probleme, auch hier mit den Riesenskorpionen nicht. 30 Dünenschrecken, das sind sehr viele. 18, 2 Henker von hier oben. Ach du meine. Geben wir unser Bestes. Das ist die letzte Welle. Nein! Blackthorn, du musst nach unten. Glaube ich, denke ich, oder? Oder doch nicht? Okay, gut, gut, gut. Probiert es ruhig. Probiert ruhig hier durchzukommen. Den einen Henker haben wir schon erledigt. Kernbohrer. Einfach, das ist einfach ein einziges Todesfeld hier. Ah, da haben wir den Bohrer gesehen. Sehr cool. Hier. 10-mal Schrapnellfeuer oder Sperrfeuer.
Das war sehr lustig. Ich muss sagen, ich mag den Dwarp-Turm. Der gefällt mir wirklich gut. 164 Diamanten noch dazu. Und schon haben wir eine weitere Etappe unserer Reise geschafft und werden jetzt dann wahrscheinlich hier landen. Nehme ich mal an. Oder direkt hier unten? Direkt hier? Okay, ungewöhnlich, aber es kann ja durchaus sein, dass wir hier dann einfach ein Szenario haben. Ich weiß gar nicht, wie viele es da in diesem Spiel jetzt gibt. In dem zweiten Kingdom Rush. Wir haben auf jeden Fall 4 Punkte bekommen. Besiegte Feinde in Blackthorns Nähe lassen 30% mehr Gold fallen. Die Frage ist, wie viel macht das wirklich am Ende aus? Beschwört den Kraken, der bis zu 4 Feinde fängt und alle anderen um 25% verlangsamt. Wirft ein explodierendes Fass, das 48 Punkte Flächenschaden verursacht. 84. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Der kleine Blackthorn. Die Frage ist, könnten wir jetzt die anderen schnell nachleveln, weil der ist ja jetzt schon Level 4. Ich würde dann gerne mal wieder Alrik nehmen. Wir werden dann hier jetzt bei der nächsten, aber vorher werden wir unsere Türme verstärken. Wir werden einmal verbrannte Erde machen bei den Meteoren, setzt den Boden für 5 Sekunden in Flammen und verbrennt Feinde, die ihn betreten. Und ich erhöhe den Angriffsschaden der Artillerie. In weiser Voraussicht, dass ich den Dwarp-Turm nochmal wieder bauen will. So, und hier haben wir jetzt 878 Diamanten, das ist natürlich wahnsinnig viel. Und man könnte auf jeden Fall was kaufen. Ja, ist die Frage, ne? Wollen wir hier so ein... Wir kaufen mal so ein Herz. Und dabei lassen wir es erstmal. Und dann gucken wir mal, was hier bei den Toren von Naseru abgeht. Wir sind bei den legendären Toren von Naseru angekommen, die den Weg in die verlorenen Lande versperren. Etwas stimmt hier nicht und die Truppen sind nervös. Ich meine nicht die umherstreifenden Kriegstruppen des Feindes. Damit kommen unsere Männer klar. Zum Glück unterstützt uns die Erzmagiergilde dabei, die Tore zu öffnen. Sobald es zu einem Kampf kommt, werden sie uns ebenfalls zur Seite stehen. Die Erzmagiergilde. Das heißt, wir haben jetzt hier den Erzmagierturm. Schwerer und tödlicher Schaden. Kann seine zielsuchenden Magiegeschosse bei Inaktivität Feuer aufladen. Hui. Das ist nice. Wüstenschläger. Dünenräuber. Tja, wir haben hier nur eine Zone. Das heißt, wenn wir hier und hier auf jeden Fall schon mal unsere Zwergenbombardement-Tower einsetzen, ist das schon mal viel wert. So, man könnte, hi, sehen wir hier sonst so irgendetwas außer Geier? Kamele. No! Das war nicht meine Absicht. Mein Gott, ich sollte aufhören, Dinge anzupoken. Hier könnte man noch so einen Turm hinsetzen. Ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, was insgesamt alles kommen wird. Das kann ich nicht sagen. Hail to the King, baby. So, man könnte... For the King. Die kann man dann entweder hier hinziehen oder man zieht sie halt hier hin. Und genauso die. Das finde ich für den Start schon mal gar nicht schlecht. So, und dann könnte man... hier würde ich einen Magieturm hinsetzen. Und hier würde ich vielleicht Bogenschütztürme hinsetzen. Und dann würde ich jetzt erstmal starten und dann gucken wir mal, was da so passiert. Ah ja, hier können wir unsere Pickpocket, also unsere Tasche quasi aufmachen und dann gucken, was für Consumables wir haben. Der schädigt ja beide Lanes, deswegen ist der hier der wichtigste Turm. Auf jeden Fall. Die ziehen wir mal ein bisschen zurück, damit die auch schießen können. Gut, das war schon mal wichtig. Alrik. Du kannst den mal aufhalten hier. Sandhunde. Wüstenschläger, Dünenräuber. Okay, Sandhunde also. Put a spell on you.
Die müssen wir jetzt hier runterholen und dann den machen. Klappt aber, soweit ich das beurteilen kann, auch noch ganz gut. Alrik kämpft und gibt sich Mühe. Noch mehr Sandhunde. 30. Jetzt kommt schon unsterbliche Wüstenschläge. Ist das nicht vielleicht etwas hart? So. Das sind auf jeden Fall sehr viele. Sehr viele Sandhunde. Wir müssen die irgendwie aufhalten. Ich finde es cool, dass die Magietürme ihre Schüsse aufladen können. Offenbar, wenn sie halt inaktiv sind. Das ist auch neu. Das hatten wir so zuvor auch noch nicht. Ja, da kommt was durch. Alrik, du Eirik. Jetzt komm ein bisschen auch zurück. Nein! Riesenwespe. Ach du Scheiße. Na, wir müssen sie jetzt holen. Riesenwespe und Wespenkönigin. So, die haben 70 Leben. Okay. Alrik, no! Wespenkönigin macht mir natürlich ein wenig Angst. Nein, lass sie doch nicht durch! Ah, hier. Riesenwespenkönigin. Sehr widerstandsfähige Fluginsekten, die zahlreiche Nachkommen in ihren Bäuchen tragen. Langsames Tempo, flugfähig, erschafft Riesenwespen. Kriegshunde, Sandhunde und das ganze Zeug, was noch dazu gehört. Um Gottes Willen. Okay, hier kriegen wir nur 2 Sterne. Das ist überraschend schlecht. Aber vielleicht war die Komposition, die ich hier an Einheiten gewählt habe, auch einfach nicht die beste, die sinnvollste. Das erkennt man dann immer erst zum Schluss. Okay, sie ist tot. Gut. Sehr gut. Wir ziehen wieder hier hin. Und halten sie hoffentlich ein bisschen auf irgendwie. Ich hätte mich vielleicht irgendwie darauf konzentrieren sollen, einen einzigen Bereich zu haben, wo ich dann mit denen irgendwie arbeiten kann. Sandgeister 2, Kriegshunde sehr viele, Unsterbliche sehr viele. Ja, die Map haben wir ein bisschen verkackt. Alrik ist tot. Ja, die werden wir auf jeden Fall dann irgendwann nochmal machen müssen. Hier habe ich dann aber auch einfach die Türme nicht klug gestellt. Jetzt sind Wellen übrigens. Oder Blackthorn macht tatsächlich so einen Unterschied mit seinem Geld. Kann natürlich auch sein. Und das nervt natürlich wahnsinnig, ne? Dass da so viele Wölfe kommen. Es kommen zu viele Gefallene gerade. Die verdammten Sandgeister. Dünenschrecken 24 und wieder Riesenwespen ohne Ende.
müsst sie aufhalten. Alrik, hilf mit, sie aufzuhalten. Um Gottes Willen. No! Okay, ich glaube, man kann tatsächlich sagen, wir wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil das ist natürlich jetzt ein, damit kann ich nicht leben, mit diesem Ausgang. Nun...